Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserem neuen Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Grüß Gottle. Da sind wir wieder. Herrlich. Und läuft auch das Record? Es läuft, ja. Das hatten wir erzählt in der einen Folge. Ne? Ja, wir vergessen manchmal den Stick und manchmal schalten wir auch nicht Record ein. Wir machen so Rebel-Podcast. Ja, allerdings. Wir zeigen es der Technik. Oh Gott, das war wirklich gruselig. Ja. Wie geht's, mein Lieber? Es geht mir hervorragend. Ich sitze zu Hause, gucke raus in den Garten und wenn jemand anruft, sage ich, ich wäre gerade schwer an der Arbeit. Ah, okay. Ja, hier ist es angenehm kühl drin. Ne? Draußen ist so ein bisschen schwül warm. Es schwült, würde ich sagen, ne? Ja, es ist ziemlich schwül. Ja, ja. Total. Wie geht's denn deinen Pflanzen? Also meine Gurke wächst. Die wird immer größer, echt. Die wollte ich dir auch gleich mal zeigen, wenn du Interesse hast. Also. Kann ich mir das fürs nächste Mal aufheben? Ja, klar. Nee, aber wirklich, meinen Pflanzen geht's sehr, sehr gut, aber die sind sehr durstig, muss ich sagen. Also ich habe vor allem die Tomaten, die trinken ein Wasser. Ich meine, gut, sie bestehen ja auch zum großen Teil, glaube ich, aus Wasser. Ne? Wenn sie aus Holland kommen auf jeden Fall. Ja, nee, die kommen ja nicht aus Holland. Stimmt. Ich hab die ja selber aus kleinen Samen gezogen, die wirklich mini sind, ne, bei Tomaten. Und man muss schon. Also zum Beispiel heute habe ich sie vor meinem eigenen Frühstück bewässert, weil gestern war ich eine Stunde zu spät und dann hingen die schon komplett bis zum Boden runter. Die sind jetzt mittlerweile locker über einen Meter, ja. Sind aber in so Hochbeeten drin, in diesem Gewächshaus quasi. Und dann hatten die, dann bin ich nochmal kurz hier rüber gegangen und als ich zurückkam, hingen die komplett bis zum Boden. Also das sieht wirklich gruselig aus. Dann bin ich sofort gewässert. Dann natürlich mal so ein paar Bambusstangen reingebaut und alles vorsichtig dann verknotet und so. Aber man muss schon zweimal am Tag auf jeden Fall wässern. Und wenn man dann drauf gießt, erregieren die dann auch gleich wieder? Das habe ich wirklich nicht ausprobiert, ob die von da unten wieder ganz hochkommen, das wage ich. Ah, du hast die hochgebunden? Ja, ich habe sie dann vorsichtig hochgenommen, okay. Habe mir vorher so alte Bambusstangen geholt, die ich im Grunde auch selber gezogen habe, weil das so mein Bambus ist hier. Das ist ein Selbstversorger. Das total, ist das ist wirklich, also durch diese ganze Corona-Nummer, ist das so rausgebrochen bei mir, ne? Ist aber so ein Prepper irgendwie auch. Ne? Voll, ne? Ja, gut, also. Da ist jetzt nicht so viel. Im Prepper sind Leute, die so Sachen einlagern, ne? Oder? Na, die sich preparen. Ach, sich selber. Für den Weltuntergang. Okay. Also halt, oder für den Weltuntergang. Vor allem für den Zusammenbruch. Also wenn die Welt untergeht, dann hilft das auch nichts mit der Dose im Keller. Aber die preparen für den Zusammenbruch der Gesellschaft. Ach so, okay. Nee, also so schlimm ist es noch nicht bei mir. Ja. Ich gehe auch nicht davon aus, ehrlich gesagt. Dass die Gesellschaft zusammenbricht? Nein, gehe ich nicht von aus. Du? Ich wohne in Köln und man ist da einen gewissen Zusammenbruch der Gesellschaft, den hast du da täglich. Hast du das sowieso? Also ich denke auch, nee, ich meine, es wird schon halten. Andererseits, wenn sie dann doch zusammenbricht, dann stehen Leute wie du und ich ziemlich blöd da und der Prepper sagt, hier, ihr Klugscheißer. Ja gut, aber guck mal, ich habe ein relativ großes Grundstück und habe jetzt hier schon meine Pflanzen und der Rhein ist nicht weit, also das Wasser könnte man im Notfall auch trinken. Ja, also, man wird so ein bisschen über die Runden kommen. Ne? Eine Weile ja. Du hast Eichhörnchen gibt es hier viele, die kann man auch grillen. Ja, ja, ja. Ich finde die ja süß. Ich habe neulich mal ein Foto von einem Eichhörnchen gepostet. Und dann hat meine Schwibschwägerin irgendwie so aus Amerika geschrieben, ach ja, die schießen wir immer. Okay. So ein Eichhörnchen und dem Ami fällt sofort ein, ja, komm, abknallen. Squirrely oder so heißt Squirrel. Ach so. Squirrel. Ja, also schrecklich. Ja. Macht man nicht. Nee, macht man nicht. Außer wenn man Hunger hat, aber dann geht's. Wenn die Gesellschaft zusammengebrochen ist, dann sind die Eichhörnchen die ersten Opfer. Ja. So.
Wir haben auf ich habe ja auf Ibiza ein Haus, habe ich ja schon mal erzählt, schon seit 20 Jahren und wo ich dann ja auch viel angel und so. Und da gibt es jetzt viele Schlangen gerade. Auf Ibiza? Ja, ja. Ach, okay. Das ist wirklich, die sind da rübergekommen vor ein paar Jahren mit so Palmen und Olivenbäumen aus Afrika. Ach. Die haben sich da schön drin versteckt und haben sich da extrem ausgebreitet. Was man daran merkt, dass es keine Salamander mehr gibt oder nur ganz wenige. Okay. Die liefen also früher wirklich überall rum, sind ja auch süß so, ne? Ja. Die kommen dann auch mal auf den Tisch, kannst du so, die springen fast auf die Hand irgendwie. Ja. Und das ist wirklich fast weg. Wow. Geckos gibt's noch, aber ja, und dann habe ich jetzt da telefoniert eben mit jemandem, der da sich auch ein bisschen umguckt da bei uns. Da haben sich dann wirklich Schlangen da eingerichtet und What? Er stellt jetzt eine Schlangenfalle auf. Okay. Und als ich letztes Jahr da war, habe ich in der Hängematte gelegen da draußen im Garten und hab so ein bisschen irgendwie gelesen oder so und habe dann so auf die Terrasse geguckt und sehe auf einmal wirklich zum ersten Mal so eine Schlange da. Okay. Ich hatte nur davon gehört. Ja. Aber die war riesig. Ja, also, sind die giftig oder? Nee, das sind Nattern. Also die sind nicht giftig. Ich glaube, die haben so Zähne, schon Giftzähne, die aber so nach hinten reingehen. Also wenn die was runterschlucken. Vielleicht sollte man das noch gewürzt. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, das war schon ein Anblick. Wow. Also habe ich noch nie so live gesehen und locker anderthalb Meter und richtig so, also so ein Durchmesser, ne? So, ja. Also praktisch 15 Zentimeter bestimmt. Echt? Ja, total. Krass. Und dann wirklich, wie man sich das so im Film schlängelt sich dann so. Ich direkt ins Haus, habe mir so eine Machete geholt. Ich habe eine Machete da, hat mir mal jemand geschenkt aus Afrika. Und habe die dann gejagt. Ich wollte die dann erlegen. Ja, erlegen. Und hab dann da wirklich so rumgeklopft und auf diesen Efeu, wo die sich versteckt hatte. Und dann war die auf einmal weg, wohin auch immer. Also in euren Keller wahrscheinlich. Nee, durch irgendeine Mauer oder so. Aber das war schon Wow. Ja. Aber jetzt erst, die sind da jetzt erst, weil eins, entweder England oder Irland, da gibt's keine Schlangen. Mhm. Vielleicht ist es Irland, vielleicht auch England. Ich müsste nachgucken, bin jetzt zu faul. Und dann war das, weil auf Inseln, da kommen ja eigentlich keine Schlangen hin, ne, auf so kleinere Inseln. Ja. Und dann ist das wirklich importiert worden mit. Klar. Wow. Nicht so schön. Der genau wie dieser komische Käfer, der die ganzen Palmen da auffrisst. Das ist, ich glaube, der Palmenrüssler heißt der. Ja, das ist auch wirklich tragisch. Ne? Also diese schönen großen Palmen, da sind sehr, sehr viele schon zerstört irgendwie. Und das kommt halt alles da mit so importierten Pflanzen rüber. Okay, die Globalisierung. Die Globalisierung, ja, klar. Ja. Gut, aber so ist es halt. Ne? Ja, komm. Irgendwas, der natürliche Abrieb. Nee, schon schade. Also, und wie Salamander ist es auch schade. Wir waren da auch mal und haben Salamander gesehen und es war, wie du gesagt hast, die sind auch wirklich auf die Hand gelaufen. Ja, ne? Und so. Also es ist schade, wenn die jetzt da. Freund von mir hat mir erzählt, dass er neulich geschwommen ist da im Meer und da ist auf einmal neben ihm so eine Schlange hergeschwommen. Also die können auch schwimmen. Das war wirklich, fand ich unfassbar. Richtig Kopf aus dem Wasser und hat sich dann so da durchgeschlängelt. Ne? Ja. Okay. Wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Boah, aber die meisten Zuhörer. Ibiza, wir müssen umbuchen. Ja, ist auch besser. Fahrt ihr woanders hin. Der denkt immer noch an sich. Ja, es muss immer sein. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich hab mir eine Frage überlegt. Okay. Zum Thema Urlaub, weil der rückt ja immer näher. Und die meisten von uns werden in den Urlaub fahren. Weil Fliegen ja auch vielleicht nicht so doll ist. Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt momentan keine Lust, mich in ein Flugzeug zu setzen. So Mensch an Mensch und direkt vor mir und hinter mir einer und so. Man weiß ja nicht, wie es ist. Ja. Jedenfalls bei dem Autofahren. Es kommt ja vor, dass man auf der Autobahn fährt und dann mal
Pipi muss. Ja, ja. Mhm. Und da mache ich jetzt mal eine Umfrage bei dir. Ich sag's nachher auch. Was ist dein, was machst du? Lieber irgendwo anhalten und in die Büsche pinkeln oder eine Raststätte aufsuchen und einen Gutschein holen? Ganz klar irgendwo in die Büsche pinkeln, weil der Zustand der deutschen Toiletten an der Autobahn eine Vollkatastrophe ist. Ich meine, ich kenne, glaube ich, wirklich jeden Parkplatz in Deutschland. Du bist ja viel rumgekommen. Ich komme extrem viel rum. Ja. Also wirklich jede Autobahn, jeden Parkplatz, jede Raststätte. Und es ist wirklich so, wenn du mal in Österreich warst oder in der Schweiz, ja. Das ist ja ein Paradies dagegen. Also wenn du da irgendwo anhältst, dann haben die so Roste irgendwie, wo du draufstehst. Ne? Also wenn was daneben geht, ist das direkt weg. Und in Deutschland stehst du quasi in deiner eigenen. Ach, das ist wirklich eklig. Also, ja, das ist das Gießkannenprinzip. Ja. Ich meine, es ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist oder nicht, aber so auf Parkplätzen, wo keine Toilette ist, glaube ich, darf man schon dann. Ich bin mir da auch unsicher, aber ich habe den Eindruck, sie bauen da immer mehr Gebüsch ab. Und dann bauen die lieber so einen Zaun hin. Und das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man dann da steht. Also es gibt ja Menschen, die können problemlos, wenn andere zuschauen. Und es gibt welche, die brauchen ein bisschen Privatsphäre. Ja, ja. Ich persönlich habe lieber ein bisschen Privatsphäre. Das ist aus angeborener Scham oder so. Und das ist an manchen von den Parkplätzen echt schwierig, weil du stehst da praktisch wie auf dem Präsentierteller. Gut, es hängt dann immer davon ab, wie groß die Not ist, weil bei ausreichender Not ist es, dann können auch alle zuschauen, dann irgendwann wird's wurscht. Aber mir geht's auch so, lieber ein Gebüsch oder eine Wiese als die. Schon, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Und mir ist das auch schon aufgefallen, dass es in vielen anderen Ländern einfach sauberer ist da. Klar. Was ist mit den Deutschen los? Wir sind doch die Hygiene. Eigentlich schon, ne? Also. Ich meine, so ein Stehklo in Frankreich ist eigentlich viel besser. Wenn man die Technik beherrscht. Ansonsten kann es sein, dass es gut ist, wenn man noch eine zweite Hose dabei hat. Ja. Ich meine, es ist besser zu hocken dabei. Also es ist gesünder. Ja. Es ist gesünder. Weil der Darm dann ausgeklappter ist. Ja, doch, das ist so. Also die so, was weiß ich, wenn man irgendwo in Afrika oder so, jetzt nicht pauschal in Afrika, aber man kennt das ja so, dass man einfach also Leute sieht, die dann einfach hocken so, und das ist, wie ich gehört habe, die beste Position, um die gesündeste. Ja, wo alles richtig gut. Ja, dahin. Dann da so. Ja, nee, also das ich meine, diese Parkplätze sehe ich meistens nachts auf der Rückfahrt, weil wir fahren ja dann oft zurück. Und da hast du dann natürlich ein bisschen mehr deine Ruhe, da ist dann nicht so viel los wie tagsüber. Ja. Aber ich weiß noch einmal, da waren wir in, das war Hannover, glaube ich, Hannover. Hannover Garbsen, das ist ja ein Riesenparkplatz da. Und hatten wir auch wirklich keine Lust da in dieses Folge. Naja, und es war schon wirklich spät in der Nacht. Ich weiß nicht, wo wir herkamen, aus Hamburg oder irgendwo. Und dann haben wir ein bisschen weiter vorne angehalten und wollten da mal eben, oder ich bin dann so an die Büsche da. Und auf einmal springt dann so ein Polizist aus dem Gebüsch raus. Also nicht aus dem, wo ich da stand, sondern der kam auf einmal von hinten. Und ja, jetzt habe ich gedacht, okay, alles zu spät, jetzt wirst du verhaftet hier irgendwie. Ja. Ne? Und ob wir denn wüssten, dass wir hier auf seinen Arbeitsplatz urinieren würden und so. Hat uns da so einen Vortrag gehalten und ich bin dann irgendwie ins Auto gestiegen und oder ich saß im Auto und mein Begleiter war gerade dabei, genau. Ja. Und dann hat er uns diesen Vortrag da gehalten und guckte dann auch so ins Auto und da stand dann so eine Flasche Bier, weil ich saß auf dem Rücksitz, hatte meinen Auftritt hinter mir und kann dann auch gerne eine Flasche Bier trinken, während mein Fahrer absoluter Anti-Alkoholiker ist und natürlich nichts getrunken hatte. Aber er sah dann die Flasche und dann jetzt richtige Kontrolle hier irgendwie und
Naja, es hat sich dann ganz nett aufgelöst, als er dann meinen Ausweis gesehen hat, guckt er dann nochmal so in den Wagen und ja, hallo erstmal, ich weiß. Also es hat sehr nett geendet. Also, aber warum war das sein Arbeitsplatz? Naja, weil die schon auch aufpassen, dass die Leute nicht da ganz wild durch die Gegend. Das ist schon so, ja, ja. Also ja. Ist es doch nicht so ganz erlaubt? Nein, es ist nicht erlaubt. Nein. Also da war ja auch sogar eine Raststätte. Ja, ich mag das auch, wenn da die sind ja ganz schlimm. Die Dinger, wo dann so auf dem Parkplatz so ein Klo aufgebaut ist. Und ja, genau. Die sind dann aus Edelstahl seit neuestem. Die sind aus dem amerikanischen Gefängnis. Oh. Aber da müsste man dann wirklich reingehen. Ja. Und wenn du aber irgendwo bist, wo nichts ist, ja, dann glaube ich, hast du schon das Recht, okay, weil ist ja dann Notdurft oder was auch immer. Im wahrsten Sinne. Ja. Ja, ja. Bloß was muss man als Polizist verbockt haben, damit sie sagen, so, du gehst jetzt auf den Rastplatz und fängst Wiedkacker. Das war wirklich. Ja, und dann hatten wir noch so, wir waren mit so einem Mercedes da, mit so einem etwas größeren für weite Strecken und der hatte dann auch noch irgendwie ein Duisburger Kennzeichen, weil mein Tourbegleiter aus Duisburg kommt und so die Ecke Hannover und solche Autos, da gibt's schon so gewisse da gibt's so einen Motorradclub, die da auch gerne so Geschäfte machen in der Gegend und die auch gerne solche Autos fahren und vielleicht auch so aussehen wie mein Tourbegleiter. Also nicht wie du, das kann ich nicht sagen. Nicht wie ich. Naja gut, er ist halt tätowiert und ehemaliger Taekwondo-Europameister. Bobby, kennst du ihn ja. Okay. Naja. Ja, da muss ich ein bisschen besser aufpassen, was ich ihm sage. Der ist richtig, Alter. Der ist ja Halbkoreaner. Ja. Und der Vater von ihm, wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, das darf ich, ist also Koreaner und ist koreanischer Großmeister im Taekwondo. Ei. Bildet irgendwie, glaube ich, das amerikanische Militär aus im Taekwondo hier in Deutschland. Ui. Also ich hab Respekt. Ich jetzt auch. Ich bin in Sicherheit. Der sieht so gemütlich aus. Ist er auch. Jesus. Ja, ja. Ja. Okay. Nee, schön, dass du es auch jetzt schon erwähnst. Danke. Ja, auf jeden Fall, das war dann so, da hat er so gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie hier hat er hier gar den großen Fang gemacht oder so, aber hat sich dann alles ganz nett entpuppt und naja. Das ist das richtige Geräusch. Ja, ja. So. Was haben wir denn noch schön? Oh, ich habe was mitgebracht wieder. Ich habe wieder was Literarisches mitgebracht. Oh. Mach dich bereit. Ja, willkommen. Ich muss mich gerade mal so ein bisschen austoben hier mit dem. Auf jeden Fall. Das literarische Duett. Mit Andreas Hutzler. Gleich und jetzt geh. Ich habe was mitgebracht. Ach so, übrigens, bevor wo ich gerade hier die indische Musik höre, ich habe ja mal nachgeschaut. Ja. Und man kann ja sehen bei unserem Host, wo wir den Podcast quasi bereitstellen, kann man sehen, wo die Menschen uns zuhören in der Welt. Und es war einer aus Indien dabei. Cool. Das fand ich wirklich cool. Cool. Ein paar aus USA und aber Indien hat doch was, oder? Indien finde ich mega. Ja. Falls er wieder zuhört, herzliche Grüße. Ja, echt. Indien. Ja. Herzliche Grüße auch von mir. So, und jetzt. Ja. Der holt für uns die heilige Kuh vom Eis. Das finde ich. echt. Respekt, Indien. Pass auf. Ich habe, das ist ganz kurzes, das ist ein Typ, auf den bin ich zu Schulzeiten schon gestoßen, beziehungsweise gestoßen worden, weil wir einen Lehrer hatten, der den toll fand und dann hat er uns dann angeschleppt. Und zwar ist das der Herr François de la Rochefoucauld. Mhm. Das ist, wie man am Namen schon hört, ein Franzose, der hat gelebt im 17. Jahrhundert und hat ein Hobby.
das Hobby war Aphorismen schreiben. Ja. Und Aphorismen sind ja praktisch sowas wie ein Gag, aber mit, wo die Pointe nicht zum Lachen ist, sondern zum Nachdenken. Oh. So ein kurzer Spruch und wenn er gut ist, dann sitzt man danach da und denkt sich, buh, da ist was dran. Das machen ja auch viele Kollegen von mir so, ne? Also so verkaufen die auf jeden Fall ihre schlechten Gags. Viele aus dem politischen Kabarett. Im politischen Kabarett ist das sehr beliebt, ja. Ist wirklich, ne? Ja, total, total. Es ist allerdings so, dass in meiner Erfahrung nach im politischen Kabarett oft sehr viele Aphorismen aneinandergereiht werden, wo der Zuschauer dann gar keine Chance hat, sich im Einzelnen zu überlegen, stimmt das jetzt überhaupt? Ne? Das klingt dann irgendwie, gut, ja, dann bedeutet sicher was. Ne? Klar. Und beim alten La Roche war es aber so, natürlich, dann ist man ja da gesessen, hat das Zeug gelesen und es waren immer einzelne Sprüche. Und dann musste man sich schon fragen, hat das jetzt überhaupt einen Sinn, was der François da gesagt hat? Also von daher war der schon, der hat schon sauber gearbeitet. Ich mache jetzt Folgendes. Ich hab 5 Stück ausgesucht und wenn wir so lange aushalten. Und ich lese jeweils einen vor und dann frage ich dich, ob du sagst, La Roche hat recht oder er hat's verkohlt. Mhm. Nein, also dann können wir da praktisch unsere Meinung austauschen. Ja? Das heißt, wenn er nicht recht hat, dann kriegst du einen Punkt. Okay. Ja, weiß ich auch nicht, aber dann hätten wir den widerlegt. Und dann würden wir in die Philosophiegeschichte, gilt auch als Philosoph, wir in die Philosophiegeschichte eingehen, als die zwei Blitzbirnen, die Laura Schwoko widerlegt haben. Nein, es geht einfach darum, die Dinger sind, die sind irgendwie, wie alt sind die? 350 Jahre alt. Und das ist ja ganz interessant, sich zu fragen, ob da was dran ist, vielleicht. Ne? So, also ich fange jetzt mal mit dem ersten an. Ich lese die auf Deutsch vor. Ich kann überhaupt nicht. Ich kann mal versuchen, den ersten auf Französisch vorzulesen, damit alle, die Französisch können, jetzt ein bisschen Schmerzen haben. Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. Genau. Irgendwas mit Krieg auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch, aber es ist was anderes. Nee, guère ist hier nur mit einem R. Ach so. Du frag mich nicht. Ich hatte Französisch 4 bis 5. La Roche sagt hier, wir finden immer nur die Leute vernünftig, die unserer Meinung sind. Richtig. Oder? Klar. Aber wenn man so mal drüber nachdenkt, da ist wirklich was dran, oder? Klar. Das ist logisch, eigentlich. Alle anderen sind Arschlöcher. So meinst du, wie ich so weit gekommen bin? Sehr schön, sehr schön. Das könnte man als Anmerkung drunter schreiben. Ja, genau. Das ist das Foucault'sche Postulat und die Hoffmannsche Erweiterung. Sehr schön. Ja. Also, Nummer 1, war schon gut. So, der nächste. Seinen Freunden zu misstrauen ist schändlicher, als von ihnen betrogen zu werden. Ja, würde ich nicht sagen. Echt nicht? Also er sagt ja praktisch, wenn man seinen Freunden nicht traut, dann ist man eine ärmere Wurst, als wenn man von ihnen betrogen wird. Ja, gut, stimmt, hast recht. Oder? Ist schon wahr, oder? Ist schon wahr. Das nehme ich zurück. Das stimmt. Also man würde wohlwissend sich betrügen lassen. Ja, so jetzt auch nicht. so jetzt auch wieder nicht. Nee, aber man würde, glaube ich, ich vermute mal, die Idee ist, dass man, wenn man schon sagt, jemand ist ein Freund, dann traut man dem. Wenn man aber sagt, es ist ein Freund, aber ich traue ihm nicht, dann ist man ja selber eigentlich kein guter Freund. Weil der Freund geht ja auch davon aus, dass du sein Freund bist, der du aber nicht wärst, wenn du ihm misstrauen würdest. Richtig? Ich bin da sehr... Oh Gott, der Blick in die dunkle Seite von Panama. Ja, ich weiß es nicht. Also, aber ich weiß, was du meinst. Das stimmt schon. Aber... Doch, ja, hast recht. Komm, wir machen es mit Abstand. Ja, ist ja interessant. Also gibt ja auch den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder so. Mhm. Oder?
Aber ja, ich meine, man wird natürlich dann schnell über den Tisch gezogen, ne? Wenn man so eine, das ist so charakterlich, ist das der bessere Zug, sagen wir mal ganz klar irgendwie, ne? Aber man ist unter Umständen auch ganz schön blöd, oder? So, ich denke, dass du schilderst hier sehr gut die Ambivalenz. Ja, gut. Die Vielschneidigkeit des Problems. Die man auch selber, ja. Die ich selber durchaus kenne, ja. Ja. Also wir können jetzt hier festhalten, dass ich wahrscheinlich eher vom Rüdiger beschissen werden würde als, nein, warte mal, er traut es mir eher zu als ich ihm. So, das halt mal jetzt einmal verkürzt ausgedrückt. Ja. Nein, natürlich nicht. Es ist auch ein bisschen schmeichelhaft, wenn du mir zutraust, dass ich da, nein, komm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist interessant. Mhm. Siehst, und schon hat man was zum drüber nachdenken und sich fragen. Das ist. Aber ich bin auch sehr misstrauisch, muss ich auch sagen. Also ich, ja. Wirklich, ich traue wirklich wenigen Menschen. Das muss man wirklich sagen. Also das ist schon so, wenn man da längere Zeit in diesem Business auch ist, irgendwie ja. Jetzt 35 Jahre, da lernst du ja so viele Leute kennen, dass man da dann auch etwas klarer sieht irgendwie mit der Zeit und dann auch irgendwann mal so eine Entscheidung trifft, sich eigentlich nur noch mit Menschen zu umgeben, die so vernünftig sind wie man selber. Nein, aber auf jeden Fall keine Zeit zu verschwenden mit Schwachmaten, sagen wir es mal so, ja. Ganz einfach ausgedrückt. Ja, kann ich verstehen. Das ist, bei meinen 35 Jahren kommt natürlich was zusammen. Das ja, und dann hast du auch keine Lust, irgendwie dann sowas mitzumachen, dass du dann Vertrauen schenkst und letztendlich dann Kacke zurückkriegst. Ja, wo du es schon geahnt hast, ja, letztendlich. Ne? Naja. Dann misstraust du ja auch dir selber letztendlich. Ne? Also du verdrängst ja eigentlich das in dir, das den Teil, der schon weiß, hier läuft irgendwas falsch oder so. Ah, weißt du, was ich meine? Auch interessanter Gedanke. Interessanter Gedanke. Ja, ja. Oh. Ich glaube, du hast La Rochefoucauld von hinten weggesäbelt. Okay. Das ist nicht übel. Okay. Nicht übel, Herr Dübel. Ja. Das ist da, so weit hat er nicht gedacht. Finde ich gut. Na, weil was ist, wenn das, ja, super, wenn ein Misstrauen entsteht und man weigert sich, das Empfinden wahrzuhaben. Mhm. Sehr guter Gedanke. Das kenne ich nämlich bei mir selber eben auch, dass ich das nicht möchte und eigentlich, nee, ach Quatsch, das meinen die doch nicht so oder wie auch immer. Aber eigentlich weiß schon so ein Teil in mir doch ganz klar. Und ja. Cool. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ich tu es mal so mit dazu. Dann haben wir den nächsten, La Rochefoucauld. Ich buchstabiere den nachher auch nochmal, falls jemand sich das Buch holen will. Ich wollte ja so einen platten Witz noch eben machen, aber ja, raus, ist das eigentlich der Typ, der diese Fukuhila-Frisur erfunden hat? Ja, gut, okay. Das find ich sehr geil. Ja, super. Der, ne? La Rochefoucauld finde ich. Aber hier Fukuhila, ne, wo ich es gerade sage, wir haben jetzt am Wochenende hier, hatten wir so ein bisschen gegrillt und so und da erzählten, habe ich so ein Foto gesehen und da hatte jemand dann, also ein junger Mensch, so eine Dauerwelle. Ne? Ja. Und dann kam es so auf dieses Thema, dass das wohl wieder total in ist. Es ist an mir vorbeigegangen. War es ein männlicher Mensch? Ja. Und meinst du, bist du sicher, das ist eine künstliche Dauerwelle? Ja, das war ja der Freund von einer Teilnehmerin dieses Grillens. Okay. Und dann, ich war erstaunt und sie sagte, nee, das wäre total in irgendwie, die Jungs würden sich jetzt ganz oft diese Dauerwellen machen lassen. Okay. Also wir haben das immer früher so Pudeldauerwelle genannt. Also oben und dann die Seiten so ausrasieren halt, ne? Ah, okay. Verstehe. Hattest du das schon mitgekriegt oder? Überhaupt nicht. Könnte ich mir bei dir übrigens auch sehr gut vorstellen. das würde wirklich gehen bei dir, ohne Scheiß. Das würde gehen. Ich bräuchte es aber nicht, wenn ich mir die Zottel zwei Tage nicht wasche, okay. Dann habe ich solche Wellen. Das, ja, aber ich muss jetzt auch drüber nachdenken. Männer mit Dauerwelle, das ist schon sehr Gender irgendwie, also, oder? Ja, scheinbar nicht. Das ist völlig
letztlich jeder, wie er mag. Und man kann sich auch die Brustwarze piercen lassen und so. Mhm. Ne? Aber oder Hodenpiercing. Oder Hoden, ja. Wobei, also ich finde immer noch besser Hodenpiercing als Dauerwelle. Ja, ja, ich auch. Das sieht man ja nicht. Das Hodenpiercing ist, hat jeder so für sich als, mhm. als kleines, süßes Geheimnis. Mhm. Und, wir verscherzen es uns jetzt gerade mit den jungen männlichen. Meinst du, die haben alle Hoden? Ich bin total. Nein, nicht Hodenpiercing, aber, also, aber mit, eine mit Dauerwelle. Der Dauerwelle. Ja, ja. Mit der Dauerwelle drin. Mhm. Nee, Leute, traut euch. Jede Generation hat ihre Experimente. Absolut. Ja, ja, klar. Als wir noch knusprig waren, war es die Karottenhose, du erinnerst dich. Mhm. Naja, klar. Hattest du jemals eine? Ja, natürlich, klar. Ich nicht. Ich habe immer noch eine. Ja, die sind jetzt teilweise auch wieder in. Ja, es ist, und genauso wird es in 30 Jahren, kommt wieder einer und sagt, hey, Dauerwelle. Naja. Und alle. Oh. Ist schon lustig, ne? Ja. Das ist ja wirklich, manchmal denkt man so, es ist gesteuert irgendwie, weil, obwohl, bei, das hört sich jetzt wieder nach Verschwörungstheorie an, aber, ja, oder den Leuten fällt einfach nichts mehr ein, ne? Das siehst du ja überall, in der Mode, in der Musik. Ja. Es ist ja, innovativ ist ja gar nichts mehr eigentlich, ist schon seit 20 ja. Jahren nicht mehr. Es wird alles immer nur wiederholt und aufgearbeitet ja. und, Na gut, in der Mode kann ich schon verstehen, weil man ja eigentlich seit 30 Jahren oder so gab's ja alles schon. Also der Mensch hatte eine begrenzte naja. Anzahl von Körperteilen mhm. und letztlich immer einheitlichen naja. Körperbau. Gut, wir zwei stellen die beiden Extreme dieser Einheitlichkeit. Naja. Aber das meiste ist gemacht. Und wenn man sich so Haute-Couture-Shows anguckt, mhm. wo dann so total Fantasy-mäßige Klamotten ja. rumlaufen, also da kann man sagen, es ist eigentlich schon alles einmal. Und was bleibt übrig? Dann musst du gucken, was ist in der Vergangenheit schon mal gegangen. Ne? Mhm. Und ja, aber ein bisschen was Neues kommt hin. Buffalo-Schuhe waren auch mal neu, oder? Mhm. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Das sind die Schuhe mit den dicken Sohlen und die so stiefelmäßig sind, sage ich jetzt einmal. Okay. Die sahen schon oft auch schlimm aus. Und ich glaube, die haben jetzt auch schon ihr zweites naja. Leben. Die Karottenhose. Aber jetzt steckt man die T-Shirts wieder in die Hose rein. Ja. Alles oversized irgendwie. Ne? Ja. Ich habe neulich, habe ich mir mal eine Modenschau von Gucci angeguckt im Internet. Das ist schon geil. Das muss man schon echt sagen. Das ist schon ja. wirklich Kunst. Große Kunst, finde ich, das zu sehen. Aber das ist dann... Naja, ja, das ist schon wieder eine andere Dimension, finde ich. Irgendwie. Es ist wie mit allem. Wenn man es gut macht, ist es gut. Mhm. Ne? Also selbst wenn es aufgegossen oder sonst was ist. Mhm. Aber so einzelne Teile, finde ich dann. Ja. Die kann man dann so rausnehmen, aber so, das Ganze ist dann wirklich so ein Statement, wenn man es so sieht. Ja. Aber wenn man es wirklich beobachtet, was so an Neuem kommt, auch in der Mode. Das ist Retro ohne Ende. Also, solange nicht einer irgendeine wahnsinns ganz neue Idee hat, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist halt ein Aufmischen immer. Mhm. Es ist ja eigentlich, wenn man mal vergleicht, in der geschichtlichen Entwicklung, die Geschwindigkeit, mit der heute Modestyles mhm. wechseln, ist ja, ja absurd naja, klar. schnell. Naja. Also im 17. Jahrhundert hat es wahrscheinlich 30 Jahre gedauert, bis man wirklich mal gemerkt hat, oh, da ist jetzt was, da sind die Krägen jetzt kleiner geworden oder die Strumpfhosen enger oder was weiß ich. Und in unserer Zeit geht es halt mit einer so großen Geschwindigkeit und es frisst halt auch wahnsinnig viel auf an Formen, Farben und so. Und dann kommt man, denke ich, irgendwann schneller an den Punkt, wo es halt dann einmal durch ist. Was ich interessant finde, ist ja so dieser Used Look, ne? Also dass so ja. die Sachen auch ein bisschen kaputt oder getragen aussehen, weil das ja eigentlich sowas schon vorwegnimmt, was man früher gemacht hat mit den Klamotten. Ja. Also die Jeans war wirklich irgendwann hatte die ein Loch, ja. aber da brauchst du schon ein paar Jahre für irgendwie, ja. ne? Ja. So und jetzt kaufst du die halt so, mache ich auch ehrlich gesagt, weil es einfach ja, es ist irgendwie ein angenehmes Gefühl, so Sachen anzuhaben, die so aussehen, als hätte man sie schon seit 10 Jahren an. Wenn du es gesagt hättest, ich hätte was mitbringen können. Genau.
Also ich mache das nicht, weil da bin ich zu oldschool. Und meine Großeltern, also die waren ja noch im Krieg und dann haben sie danach nichts gehabt und so. Und ich glaube, die Vorstellung, dass man sich eine Hose kauft, die mit Absicht zerrissen ist, da wäre diese Generation, die wären umgefallen. Naja. Da, oder? Aber ich hatte früher so eine Hose. Und die habe ich wirklich gepflegt und habe die selber bestickt hinten und so, weil die wirklich komplett kaputt war. Und irgendwann hat meine Mutter die dann wirklich weggeschmissen. Ja. So, und ich habe gesagt, wo ist die Hose? Nur die ist weg. Ich sag, wie weg? Ja, wirklich in Mülleimer und Müllabfuhr war schon da. Werde ich ihr nie vergessen. Also siehst du, ne? Ja. Hallo Mama. Deswegen besuche ich dich seit 10 Jahren nicht. Nein. Nee, aber sowas vergisst man nicht als Kind. Ja. Das ist wirklich schlimm. Ja, total, total. Das ist wie als meine Mama die Comichefte weggeworfen hat. Sag nichts. Mütter richten schon auch viel an. Aber auch viele. Ja, ja, schöne Sachen. Viel Gutes. Viel Gutes. Für alle Mütter. Ja, echt. Was wären wir ohne euch? Ihr seid toll. Ihr seid super. Ohne euch gäbe es uns gar nicht. Macht weiter so. Macht, ja. Aber bitte bei anderen. So, jetzt bist du wieder dran. Wir machen weiter mit, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir sind bei dem Aphoristiker, also bei dem Spruchbeutel La Rochefoucauld. Und jetzt kommt ein Spruch wieder von ihm, den wir dann abchecken werden. Es bedarf größerer Tugenden, das Glück zu ertragen als das Unglück. Ich habe jetzt gerade gar nicht zugehört. Okay. So. Ich habe noch über meine Mutter nachgedacht, über diese Hose. Merkst du, das hat mich echt traumatisiert. Ja. Ich bin noch in so einem, ich muss mich jetzt wieder klar machen hier im Kopf. Mach nochmal bitte. Ja, ich hoffe, ich schaue noch, ob er auch was über Mütter geschrieben hat. Also, stimmt. Mit Sicherheit, so Menno. Also, es bedarf größerer Tugenden, das Glück zu ertragen als das Unglück. Ja klar, das glaube ich auf jeden Fall. Ja? Ja, das ist etwas, was ich durchaus auch immer so vielleicht nicht so ausdrücke, aber oder auch selber erfahren habe. Es ist schon, es gehört schon viel dazu, ich weiß nicht, ob man es jetzt Erfolg nimmt oder Glück. Ertragen ist vielleicht das falsche Wort, aber anzunehmen, als Unglück anzunehmen, es ist viel schwerer, das auszuhalten. Also ich sag ja immer, das ist jetzt, schweift vielleicht ein bisschen ab, aber so zu jüngeren Kollegen, die jetzt sehr erfolgreich sind und natürlich auch viel Geld verdienen und so und in großen Hallen spielen und so. Ich habe das ja alles erlebt, viele Jahre so. Ist ja immer noch alles sehr schön und so, aber so diese Riesendimension und das wirklich abzukönnen, auch energetisch, ist schon nicht leicht. Da lachen jetzt viele wahrscheinlich drüber und sagen, ja, was hat der für Luxusprobleme oder so, aber diese Energie, die da, mit der man zu tun hat, in Form von Erfolg, von Geld und so, das muss man selber in sich aufnehmen können. Mhm. Und ich habe damals in der Zeit viel meditiert. Ich glaube, das hat mir geholfen. Aber ich sehe es eben auch, wenn ich so in die Welt gucke, dass viele an sowas kaputt gehen. Ich meine, guck dir die ganzen Künstler an, die dann irgendwie Drogen nehmen oder so. Ja. Ne? Also einfach, weil sie das nicht aushalten, dieses Glück eigentlich, wo jeder sagen würde, ey, was hat der für ein Problem? Der hat irgendwie ein super Haus, ein Pool und so, aber das ist so, wär jetzt meine etwas ausschweifende Antwort. Deswegen würde ich ganz klar sagen, es ist immer viel leichter, den ganzen Tag zu jammern. Also, jetzt habe ich hier, tut das weh und guck mal da, wie das aussieht und so. Und schrecklich. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und das, ich glaube auch, also das sag mal, gerade der Erfolg bei Künstlern ist ja ein Glück, von dem sehr viele Menschen träumen. Ne? Also jeder möchte ein Hollywood-Star sein oder
für irgendwas bewundert werden, ne? Weil die meisten von uns Menschen ja dann doch davon träumen, dass irgendjemand kommt und sagt, boah, bist du toll. Hm. Ja, weil passiert im Alltag jetzt nicht so oft. Ja. Das, wenn es dann aber passiert, ich kann mir das auch, ich kenne es nur vom Hören sagen, aber ja, komm. Chefautor hier. Du kannst jetzt sagen, boah, bist du mittel. Immerhin. In dem Moment, wo andere Leute kommen und, also ich habe das mal philosophisch überlegt, in dem Moment, wo andere Leute auf jemanden zukommen und sagen, du bist toll, ist es natürlich mit Sicherheit ein großes Glücksgefühl, aber im selben Moment wird dem ja auch klar, dass er nicht mehr so ist wie die anderen. Na klar, weil ganz er ist genau. Toll, die anderen sind nicht toll. Zu den anderen kommt keiner und sagt, bist du toll. Na, zu der Aldi-Verkäuferin, da kommt keiner und sagt, Herrgott, also danke na für klar. Das Abgesang. Also nicht einmal zur Krankenschwester oder so kommt einer. Und ich glaube schon, dass einen diese Geschichte, dass einem das Probleme machen kann. Absolut. Ja? Absolut. Und dass es schwer ist, damit umzugehen. Also ich denke auch, dass du kannst nicht mehr einfach so beobachten, weil du wirst beobachtet. So, ja. Ich habe das mal festgestellt, das war wirklich so exemplarisch, würde ich sagen. Da waren wir essen, das ist bestimmt schon, das kann man ja ausrechnen, müsste fast 20 Jahre her sein, hier in Bonn, Pilato Restaurant, italienisch, so wo der Chef dann auch Klavier gespielt hat, immer richtig schöner Laden. Und in der Zeit war ich auch so ganz groß irgendwie und Joschka Fischer ging da auch immer essen irgendwie. Mhm. Und das war gerade so kurz bevor der dann Außenminister wurde und und es war eigentlich immer so, wenn ich dann ins Restaurant kam mit meiner Frau quasi, ich weiß gar nicht, ob wir damals schon verheiratet waren, ist ja egal, auf jeden Fall mit meiner Bekannten, sagen wir so, dann hat man gemerkt, die guckten alle, ne? Man hat sich dann irgendwo hingesetzt, wo man so ein bisschen Ruhe hatte, aber meine Frau die sieht das immer irgendwie, wenn die Leute dann gucken und so, ja. Ne? Und dann kam Joschka Fischer rein und dann habe ich geguckt und habe bei mir festgestellt, dass ich einfach auch öfter zu ihm rüber guckte, also ich kannte ihn da nicht persönlich irgendwie. Haben uns dann irgendwann mal so, sind wir uns begegnet, haben uns so gegrüßt und so, aber ich kannte ihn jetzt nicht persönlich und da wurde mir so, in dem Moment wurde mir ganz klar, dass das völlig normal ist natürlich auch, ne? Dass wenn da jemand ist, den man kennt aus dem Fernsehen, dass man halt öfter hinguckt, nicht nur einmal, wie bei einem ganz normalen, den man nicht kennt oder so, ne? Also das hat mir vieles klar gemacht irgendwie. Aber es ist halt so, man jetzt wieder sehr ausschweifend geantwortet, aber es ist einfach so, dass man dann nicht mehr anonym beobachten kann, was natürlich für jemanden wie mich auch immer wichtig ist. So, und deswegen habe ich dann immer gerne so Kopfbedeckungen auf oder in der Stadt, wenn ich dann da so schau mal die Frau mit der Burg an, dann ist der Ruhe. Nee, aber das ist, man ist schon so ein bisschen isolierter dann irgendwie, das ist so. Ja, naja, ich finde es auch ein ganz merkwürdiges Phänomen, das, was du auch gerade beschrieben hast, da kommt also der Fischer rein und dann fühlst du dich praktisch gezwungen hinzugucken, ne? Würde mir genauso gehen. Ja. Wenn man sich das mal mit einem Meter Abstand überlegt, ist es eigentlich total merkwürdig, dass für ganz viele Leute ein ganz normaler Tag, sie gehen durch die Fußgängerzone oder sie gehen beim Pilatus eine Pizza essen, was für eine übermäßige Aufwertung dieser Tag erfährt, wenn die der Gelegenheit jemanden Berühmten sehen. Na klar. Ne? Also ich war eine Pizza essen und da saß Joschka Fischer oder wer auch immer. Und dann wird mir, das wird dann unter Umständen noch jahrelang erzählt. Vielleicht ist dem Joschka eine Pizzascheibe runtergefallen. Und es ist ein wahnsinniges Ereignis, dass man an dem gleichen Ort war wie dieser berühmte Mensch. Naja. Und nur mal mit so einem Meter Abstand, warum eigentlich? Was, ne, was passiert mit dem Betrachter in dem Moment? Er tut nichts, er hat keinen Austausch mit dem, er ist nur einfach da, wo der andere auch ist. Also ich glaube, man kommt da in so einen ganz mystischen Bereich.
Ich war mal am Flughafen, da kommt eine Frau auf mich zu, wildfremd, und ja, sagt zu mir, Entschuldigung, sie müsste mich ansprechen, sie hätte mich erkannt und sie würde unter schrecklicher Flugangst leiden. Ja. Und hätte jetzt irgend so ein Seminar vorher gemacht und so und würde jetzt heute zum ersten Mal wieder fliegen. Und sie hätte gesehen, dass ich mit in der Maschine sitzen würde und jetzt wüsste sie ganz genau, es würde nichts passieren. Sie wäre jetzt total entspannt. Also das, ne, es ist ja cool, das, was du so sagst, ja, irgendwie. Ne? Ja. Warum auch immer, ja, hat ihr das dann ein Gefühl, also so ein Flugzeug, wenn da so ein Bekannter drin sitzt, ja, dann kann das gar nicht abstürzen. Ja, irgendwie, das ist bizarr, ne? Ja. Aber ich glaube, dass wir Menschen in vielen Punkten viel urzeitlicher ticken, als wir es uns ausmalen. Ja, und das klar, ist für mich so eine Sache, jemanden zu sehen, der bekannt ist, gibt dem Moment was Besonderes, was dieser Moment in Wahrheit eigentlich überhaupt nicht hat, weil der ist da einfach gesessen oder so. Na klar. Ne? Aber ich meine, was immer so viel außer Acht gelassen wird, ist einfach auch, dass der Mensch Gefühle hat. Ne? Ja. Also, und dass er eben auf der Gefühlsebene, da passieren Sachen, die ja, die kannst du so nicht steuern in dem Sinne. Ne? Absolut nicht, genau. Da hat der La Roche, aber der La Roche hatte auch einen dazu, aber den suche ich das nicht. wirklich wahr. Der hatte genau dazu was, dass man seine Gefühle im Grunde überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Aber ich kann es nicht so schön sagen wie er. Naja. So, ich komme jetzt zum nächsten. Mhm. Wir alle haben Kraft genug, die Leiden anderer zu ertragen. Ja, klar. ja, da kann man. Das ist jetzt nicht. Ja, gut, ne, kommt vielleicht wirklich, aber. Nein, aber so im Prinzip, so 99%, würde ich sagen, ja. Ich finde es vor allem, ich finde den Spruch, der gefällt mir so gut, weil man es ja oft hat. Das ist eigentlich lustig, ne? Ja, es ist lustig, ja, ja. Es ist jetzt sehr lustig. Im Grunde ist es ein Gag. Dass jemand hat irgendwie ein Leiden oder ein Problem und dann steht jemand anders daneben und sagt, ja, ist doch halb so schlimm und so. Mm. Es ist einfach die Bereitschaft, das Leiden anderer auszuhalten, ist oft wirklich groß. Das ist sehr schön, ja, wirklich sehr, sehr schön. Aber da kann man nur sagen, 1-0 für La Roche. Komm, einen habe ich noch, glaube ich, dann haben wir die 5 habe ich versprochen. Ne? Oh, aua. Mann, oh Mann, das klingt so. Das ist ein Golfschlag. Hast du mal Golf gespielt eigentlich? Nee, ich wollte immer mal. Hast du? Nee, ich habe wirklich auf Ibiza, da gibt es ja so einen Golfplatz, der allerdings immer sehr trocken ist, weil ist halt viel Sonne, wenig Wasser. Ja. Ja, wir hatten so Bekannte, die das dann da gemacht haben und die hatten uns dann mal eingeladen. Dann habe ich mal so einen Schnupperkurs gemacht, 6 Stunden. Ja. Mit meiner Bekannten zusammen und also für mich ist es nix. Ich habe echt Rückenschmerzen gekriegt und so und dann echt? Ja, dann sagen die immer so, ja, nee, das geht dann weg und aber es ist ja eine völlig komische Bewegung, ja, eigentlich. Also beim Putten oder Patten war ich ganz gut dann mal. Ja. Aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht kommt das ja noch, ne? Gibt ja diesen Spruch, ja, ja. Na, ist klar, dann müssen wir jetzt nicht mit dem Sex, aber ja. Nein, aber. Geht ihr schon zu Ikea oder habt ihr noch Sex? Ja, okay. Oh, auch nicht schlecht, den kannte ich noch gar nicht. Aber du hast noch keinen Golf. Nee, ich hatte es mal überlegt und mein Vater hat mir immer geraten, du musst Golf spielen. Aua. Es klingt aber so ein bisschen wie so ein Gärtenschlag. So. Ja, ne? Warte. Ja. Ah, oh, ne, so. Da hat immer gesagt, du musst machen, weil da triffst interessante Leute. Aber sag mal, ich bin da dann in das Medienwesen gegangen. Mhm. Da trifft man auch ohne Golf interessante Leute. Ja, ja, klar. Konnte ich mir das sparen. Ich finde an den Golfplätzen, die ich so, ich kenne nicht viele, aber ich finde immer die Golfrestaurants schön. Mhm. Also die wissen schon, die lassen sich es gerne gut gehen, diese Golfspieler. Klar. Die haben ja meistens auch Kohle und so. Klar. Den Teil finde ich gut. Aber sonst, ich finde auch die Bewegung komisch und
Weiß auch nicht. Ich kenne aber auch sehr einfache Menschen, die nicht besonders reich sind. Ja. Die aber, oder einen besser gesagt, der total begeistert ist vom Golf. Also wirklich so ein ganz normaler Mensch, ein normaler Arbeiter, der ist so begeistert davon, dass der wirklich dann auch so Golfurlaube macht. Die gibt's ja auch recht günstig dann schon irgendwo auf Mallorca oder irgendwo Marbella oder so. Ja. Also das hat nicht unbedingt immer nur was mit Reichtum zu tun. In der Regel vielleicht schon, aber in den meisten Fällen schon nicht. Ich glaube, sie haben auch versucht, dass die Golfbranche oder wie das heißt, hat auch versucht, das irgendwie breitentauglicher zu machen. Aber keine Ahnung. Ach du, vielleicht, wir können ja in 2 Jahren, versuchen wir es ja mal beide zusammen. Das Schöne beim Golf, finde ich, ist so dieses Rumlaufen, glaube ich. Wenn du so stundenlang da draußen irgendwie rumläufst. Total. Ich glaube, wenn man über irgendwas nachdenken würde, zum Beispiel über ein Drehbuch oder irgendwas, ist das auch eine nette Angelegenheit. Man hat immer so ein kleines Ziel, muss jetzt irgendwie den Ball wiederfinden und den dann da irgendwo reinhauen. Also du bist fokussiert. Ja. Und kannst dann, das ist so ein bisschen vielleicht wie beim Angeln sogar, ne? Dass du auf irgendwas ein bisschen fokussiert bist und dadurch der Geist dann frei schweifen kann. Das finde ich ja so entspannend dabei. Ja. Aber ich wollte dich nicht aufhalten. Nee, komm, da ist eine Theorie. Nein, es klingt ja plausibel. Also du, vielleicht versuchen wir es eines Tages, aber ich bin noch nicht so weit innerlich. Ich komm. Der mobbt mich hier mit den Sounds. Ich komme jetzt zum letzten, La Rochefoucauld. Auch wieder ein sehr liebenswertes. Im Missgeschick unserer besten Freunde finden wir immer etwas, das uns nicht missfällt. Ja, klar. Komm, ich hab erwartet, dass du ein bisschen mehr Mühe hier gibst. Ja, die Pause war schon, die war schon einigermaßen lang, oder? Ja. Hätte noch länger sein können, ja. Ja. Schlimm, oder? Ist schlimm, aber so ist der Mensch. Ne? Ja, so ist der Mensch. Das ist echt, komm, ich bin anders. Ja. Nee, auch nicht. Aber es ist so, ne? Ja. Manchmal hat es was Tröstliches. Absolut. Sag mal, wer ist denn jetzt mit Filmtipps eigentlich dran? Bei uns. Warte mal. Mit Film, genau, wir vergessen immer, wer das letzte Mal den ersten gemacht. Ich weiß gar nicht, wer hat denn. Ach, weißt was? Nee, letztes Mal bin ich wieder. Hast du angefangen? Oder? Jesus. Weißt du, ich habe von einer Zuhörerin hat bemängelt, dass wir in der zweiten Folge hätte ich behauptet, du hättest das erste Mal den als erster gemacht, nachher war es andersrum. Oder es war andersrum. Mhm. Aber die hat praktisch die Logik eingefordert. Und jetzt haben wir es aber schon wieder vergessen. Weißt du noch, beim ersten Mal wäre es da? Ja, da war meine Meinung du, aber angeblich war es vielleicht auch ich. Welchen Filmtipp hatten wir denn letztes Mal eigentlich? Letztes Mal hatte ich Dame, König, Ass, Spion. Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Und ich The Watch oder so? Und du hattest The Watch. The Watch, ne? Ja. So. Und dann, heute? Da war ich dann zuerst, glaube ich. Da warst du zuerst. Dann. Ich jetzt? Ja. Okay. Ich kann aber auch. Also, Ich nehme das die Aufgabe an. Okay. Also der Film, den ich heute empfehle, der ist aus dem Jahr 2005. Vielleicht kennen den auch einige, aber den kennen nicht so viele, wie man denken könnte und wie er es auch verdienen würde. Der Film heißt Königreich der Himmel. Kenne ich nicht. Ach guck mal, Kingdom of Heaven. Und zwar ist der von Ridley Scott. Geil. Gladiator, der Blade Runner, Alien, super Typ. Ja. Und das Königreich der Himmel ist ein Ritterfilm. Der spielt in so um 1185 und da geht's um einen französischen Schmied in so einem kleinen Dorf und den verschlägt es dann nach Jerusalem. Und Jerusalem ist in der Zeit noch christlich besetzt.
die, weiß vielleicht nicht jeder, es gab ja die Zeit, das war die Zeit der Kreuzzüge und es gab den ersten großen Kreuzzug im Jahr 1099, beziehungsweise 96 sind sie losgelaufen, 99 waren sie dann so richtig da und haben wieder aller Wahrscheinlichkeit Jerusalem eingenommen. Das waren Ritter aus größtenteils Frankreich, aber auch aus Deutschland. Mhm. Die sind unter entsetzlichsten Bedingungen losmarschiert im Großen und Ganzen. Es gab ja damals keine vernünftige Planung, es gab kein Catering, es gab kein ADAC, also müssen entsetzliche Bedingungen. Keine Versicherung. Sein. Keine Reiserücktrittsversicherung, nichts. Und das Jerusalem war damals, war ja zu Jesu Geburt, wie wir alle wissen, war es römisch und es wurde dann später byzantinisch, also oströmisch. Mhm. Byzanz heißt heute, wer weiß es, Konstantinopel hieß es später und wie heißt es heute? Istanbul. Genau. So. Und dieser Vormarsch der islamischen Welt hatte im Mittelalter schon stark begonnen. Das ging ja schon los im 8. Jahrhundert. Und das hat dazu geführt, dass Jerusalem dann irgendwann arabisch wurde. Und dann hat aber die christliche Welt eines Tages gesagt, nee, wollen wir jetzt wieder zurückhaben. Mhm. Problem von Jerusalem ist natürlich, es ist die superheilige Stadt von drei Religionen, ne? Judentum als erstes, dann Christentum und auch Islam wegen der Al-Aqsa-Moschee. Und jedenfalls der junge Schmied namens Balian geht nach Jerusalem und erlebt dort sehr viele Abenteuer. Das ist ein fantastisch gemachter Film. Es ist einer der optisch schönsten Historienfilme, okay, die ich selber so kenne. Also die haben das mit einem unfassbaren Aufwand hingekriegt. Und von wann? 2005. Ah, okay. Orlando Bloom spielt den Balian und Eva Green ist dabei, Jeremy Irons, Liam Neeson nimmt diesmal nicht Rache, ein bisschen Rache nimmt er auch. Bei Liam ist es ja immer so, wenn der einen Film losgeht, dem tut irgendwer was und dann nimmt er 2 Stunden lang Rache. Aber ist schön, ich liebe sowas. Ich habe das Gefühl, Liam müsste eigentlich so langsam die Bevölkerung Albaniens durchhaben. Und ich frage mich, welches Land ist dann als nächstes dran? Weil bei dem Munitionsverbrauch. Und der Film ist also opulent. Und er ist aber auch, hat eine sehr spannende Geschichte, sehr interessante Geschichte. Er ist historisch nicht ganz korrekt, was die Figuren anging. Die meisten davon gab es tatsächlich, aber das ist eigentlich egal, wer es dann genau wissen will, kann es nachlesen, aber man bekommt, glaube ich, wirklich ein gutes Bild auch, wie es zu der Zeit entweder gewesen war oder gewesen hätte sein können. Und es gibt in der Handlung sehr interessante Parallelen zum Gladiator, über die ich noch nirgends gelesen habe, aber die, wer den Gladiator gesehen hat, das haben wir, glaube ich, alle, der wird da einige Themen wiederfinden. Okay. Ganz, es muss Zeug sein, was den Ridley Scott irgendwie nachhaltig beschäftigt. Also man hat den jungen Helden, der zum Star wird, ne? Das wird ja auch der Russell Crowe wird ja auch ein Star in der Arena und der Balian ist auch beliebt. Dann gibt's die bedrängte Frau des Königs oder Schwester des Königs im Fall von Gladiator. Ganz ähnliche Figur. Die hat auch ein Kind. Das Kind ist in beiden Fällen in Gefahr. In beiden Fällen ist es so, dass der Held an einer Stelle gebeten wird, der nächste König zu werden. Das ist beim Gladiator passiert das ja ganz am Anfang, wo er das Angebot bekommt, wenn er den Commodus aus dem Weg schafft, dann wird er Kaiser und kann irgendwie dafür sorgen, dass das Reich nicht vor die Hunde geht. Mhm. Und der Gladiator sagt nein, die Folgen kennt man. Und genau das Gleiche passiert hier auch. Der Balian bekommt auch so ein Angebot. Bei dem wäre es sogar noch sinnvoller, wenn er das macht. Ich finde ja immer, dass der Gladiator richtig Scheiße gebaut hat. Der hätte dieses Angebot annehmen müssen. Ja. Wenn der so schlau war als General, hätte dem klar sein müssen, besser ich mach's als der Idiot. Mhm. Ne? Aber er ist sich zu fein und sagt, nee, der Idiot soll es machen, gut. Mhm. Geht dann übel aus. Und hier ist es genauso, der kriegt auch ein Angebot, müsste sich ein bisschen die Hände schmutzig machen und sagt, nein, mache ich nicht. Und die Folgen sind noch viel, viel schlimmer. Mhm. Also sehr interessanter Film, ich kann ihn sehr empfehlen. Je größer der Bildschirm, desto besser, weil es wirklich was zu sehen gibt. Oh, dann gucke ich mir den mal an. Und jetzt du. Ja, also ich habe eben passend da zum angesprochenen Thema einen Rachefilm.
Yes. Also das macht ja immer unheimlich Spaß, ne? Ja, finde ja, ich. Also, ja. Also mein Filmtipp ist Sicario. Sagt dir was, ne? Yes. Ja, und zwar der erste Teil, wobei der zweite auch richtig gut ist, aber ich finde den ersten eigentlich noch besser. Und da geht es halt darum, dass eine junge Polizistin in Amerika gegen Drogenkartelle kämpft und ja, die machen dann so eine grausige Entdeckung in einem Haus, wo dann Leichen in den Wänden eingemauert sind, ja, und so in so Plastiksäcken. Boah, das ist ganz gruselig, ne? Wirklich, ja, gruselig. Und ja, aber das Geile bei diesem Film ist, dass diese Musik, finde ich, dieses das ist so ein bisschen wie dieser Sound, den ich hier immer einspiele, aber jetzt gerade nicht parat habe. Nein, aber das ist ein super düsterer Film und ja, irgendwann bekommt sie dann die Möglichkeit, die Hintermänner zu belangen zu können, indem sie mit so einem Sondereinsatzkommando zusammenarbeitet, unter anderem eben mit Benicio del Toro. Benicio del Toro und Josh Brolin, wirklich zwei obercoole Socken in diesem Film und die benutzen sie im Prinzip so als, weil sie vom FBI ist und die CIA wohl keine Inlands- und solche Einsätze machen darf, ohne dass jemand vom FBI dabei ist. Aha. Also so ein bisschen wird sie benutzt, andererseits hat sie aber auch immer die freie Wahl und die fahren dann rüber nach Mexiko. Auch sag nichts. Ich habe den vor 5 Jahren gesehen, aber ich muss ihn jetzt unbedingt nochmal angucken. Und schnappen sich dann wirklich diesen Oberdrogenboss da. Ja. Und also diese Szene, ich glaube, das kann man ja ruhig erzählen, oder? Oder meinst du, das ist dann für die? Man darf nichts verraten. Man darf nicht zu viel verraten. Nee, sonst ist der. Das ist kein Filmtipp dann. Ja, mehr. Also okay. Ich bin jetzt schon total heiß. Obwohl ich ihn schon gesehen habe, aber ich werde mir den nochmal angucken, das steht jetzt schon fest. Ja. Gut, dann verrate ich nicht zu viel, aber dann würde ich mal sagen, die letzte Szene, wo der dann da am Tisch sitzt bei dem Mein lieber Herr Gesangsverein, da geht's echt ab. Ja, mein Lieber, das war's schon wieder irgendwie. Die Zeit ist hier verflogen, würde ich sagen. Wahnsinn, echt. Ich weiß nicht wohin, aber ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich auch.